Ja, die Radrennwochen gerade bei uns im Arlberg ist eine sehr super schöne Sache. Ich denke, wir haben das perfekte Gebiet, um hier am Arlberg Rennrad zu fahren. Und ich bin sehr happy, dass die Rennradwoche wieder stattfindet. Und heuer haben wir jetzt 2 Wochen das Ganze. Und ich bin schon sehr, sehr heiß und freue mich darauf. Und unsere Guides stehen in den Startlöchern und die Radsportwoche kann kommen. Ja, ich kann nur erzählen von letztes Jahr die großen Erlebnisse. Das war einfach phänomenal, wie die Teilnehmer jeden Tag top motiviert in der Früh in den Startlöchern gestanden sind. Es war immer eine gute Stimmung. Wir hatten riesigen Spaß und für mich war es Wahnsinn, wie alle Fahrer auf dem Kaunertaler Gletscher oben angekommen sind und oben die Stimmung war sensationell. Es war einfach ein Zusammenhalt wie in einem super Team und auf diese Leute, einige werden ja wiederkommen von letztes Jahr. Ich bin auch weiterhin oder wir sind weiterhin in Kontakt mit diesen Leuten. Sie haben uns die Zusage gesagt, dass sie wiederkommen und es wird sicher wieder eine spannende und lustige Sache. Und auch meine Guides, die fragen schon, wer kommt, wie, wer kommt, was kommt und es wird sicher super, super spannend. Ja, heuer haben wir ja das Ganze 2 Wochen, also in der ersten Woche von 8. bis 15.8. ist die Rennradwoche 1, die Rennradwoche 2 vom 15. dann bis zum 22., also sprich bis zum Adelberger Bike Marathon. Wir bieten auch einen ganzen Pre-Marathon-Training an für diejenigen, die mit dem Bike sich speziell auf das Event Bike Marathon, das Rennen vorbereiten wollen und ja, wie gesagt, es wird sicher eine sehr spannende Sache und alles ist bereit und ich freue mich sehr, sehr darauf. Ja, neu im Programm. So letztes Jahr haben wir heuer die blau-roten und die schwarzen Routen geplant. Wir haben auch für den Einsteiger, also sprich für den kompletten Anfänger, was am Programm, was mir sehr, sehr gut gefällt. Also es ist nur nicht für was für Fortgeschrittene oder auch für richtige Tourenfahrer was dabei. Auch der Anfänger ist sehr herzlich willkommen bei uns da in St. Anton am Adelberg. Und ja, die Teilnehmer fahren mit uns, wie gesagt, blaue, rote und schwarze Routen ab. Das ist wie beim Skifahren dann so. Und wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Man kann auch immer wieder umdisponieren. Man kann von schwarz auf rot gehen, wenn man einmal müde ist und umgekehrt. Und ich glaube, mit unseren Guides, die sehr, sehr professionell da an der Sache sein werden, haben wir sicher einen Riesenspaß mit unseren Gästen. Am Arlberg ist jeder willkommen, auch wie gesagt schon der Anfänger bis zum Profi. Wir sind für jeden Teilnehmer gerüstet. Ich denke, wir haben sehr, sehr gute professionelle Guides, die das Ganze betreuen werden. Ich freue mich darauf, auch ich werde mal versuchen, auch nicht nur mit den schwarzen Leuten unterwegs zu sein, sondern auch mit blauen Gruppen und diverse Tipps und Vorschläge zu machen und ja, ich glaube, wie gesagt, wir sind bereit und das kann kommen. Ich als Gründer und auch als Teamchef von unserem Team Moserwirt Relay Bike St. Anton am Arlberg möchte nochmal alle Gäste dazu recht herzlich jetzt einladen zu unserer Radsportwoche hier in St. Anton am Arlberg und wenn sich's heuer spontan nicht mehr ausgeht, dann hoffe ich, dass ich euch 2011 bei uns hier in St. Anton begrüßen darf.